Meine lieben Geschwister im Islam, die Liebe zu Allah, also die Brüderlichkeit für Allah, hört nicht bei Fehlern und Sünden auf, sondern sie bleibt bestehen. Keine Sünde, egal wie groß sie ist, und kein Fehler, egal wie groß er ist, zerstört die Brüderlichkeit unter den Muslimen. Und deswegen gab es einen Vorfall in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da war ein Mann, ein Sahabi, ja, Abdullah hieß er, der hat Alkohol getrunken, nachdem Alkohol verboten war. Ihr wisst ja, vorher war der Alkohol erlaubt. Die Sahabe haben ganz normal Alkohol getrunken, bis dann ja, das Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala kam und Alkohol dann verboten wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann zu den Sahaba gesagt, dass sie ihn bestrafen sollen, weil er Alkohol getrunken hat, obwohl es verboten gewesen ist. Und dann kam ein Sahabi und er sagte, möge Allah ihn verfluchen. Das heißt, er wollte ihn irgendwie aus der Brüderlichkeit entziehen. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tal'anuh, verflucht ihn nicht. فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, denn er liebt Allah und seinen Gesandten. Obwohl er Alkohol trinkt. Ja, obwohl er Alkohol trinkt. Obwohl er eine große Sünde begangen hat, hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht, dass wir trotzdem mit ihm brüderlich umgehen müssen. Dass wir mit dem Sündiger brüderlich umgehen müssen. Und wie ich immer sage, oder wie ich immer zitiere von Ibn al-Qayyim, dass er gesagt hat, der Sündiger ist wie ein Gefangener vom Scheitan. Du musst ihn befreien von den Fängen des Scheitan. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد